Das ist ziemlich eng, würde ich mal sagen. Den kennt ihr auch. Natürlich mal da unten mit hin. Den hatte ich auch, glaube ich, schon mal an mit euch. Natürlich mal dahin. Den haben wir auch schon angehabt. Das hatte ich auch an. So, dann sind wir fast durch. Was ist das denn? Ja. Naja, den hatte ich auch mal selber gemacht in Blau. Den habe ich schon ganz vergessen. Den auch ich selber gemacht. Und das war das Kleid. Gut, dann haben wir da auch Ordnung geschaffen. Brauchen wir noch alles wieder rein. Und dann haben wir doch schon mal eine ganze Menge von Sommerklamotten wieder hier parat, auch wenn es jetzt gerade richtig doll anfängt zu regnen. So kann eigentlich auch richtig nach hinten, dann hat es mehr Stabilität. Ne? So, soll ich das Kleid mal anziehen? Dann kann ich euch das mal zeigen. Ja, guckt mal, mal gucken, ob das auch passt. Ich ziehe es mal eben an. So. Natürlich mit einer Strumpfhose. Ist ja klar. Also, so sieht's aus. Jetzt bin ich gegen das Licht, ne? Tja, aber geht nicht anders. Trotzdem. Also man sieht es, glaube ich. Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ja, mit einer Strumpfhose oder mit einer Hose oder so geht das auf jeden Fall klar. Ich habe auch früher immer so einen schwarzen Gürtel noch dazu gehabt. Ist im Querformat. Ich filme ja im Querformat. Auf YouTube musst du ja mit dem Handy im Querformat filmen. Dann kriegt er das immer nicht so richtig hin so. Aber ich glaube, man kann es trotzdem ganz gut sehen. Das ist ja nicht das mal da machen. Moment. Ich stelle euch mal das hin. So. Ja, dann filme ich nicht so gegens Licht, oder? Nee, funktioniert. Aber hier habe ich jetzt gar kein richtiges Licht. Was ist das denn jetzt? Was ist denn nun passiert? Wieso ist das jetzt so dunkel? Irgendwie spinnt mein Handy auch. Ich weiß ja nicht wieso, aber das stellt sich andauernd dunkel. Guck mal, es geht schon wieder dunkel. Das ist doch nicht normal. Wieso das denn? Ich muss mir das gleich mal angucken, ob das bei euch auch so dunkel ankommt wie bei mir. Moment. Also ihr seid richtig, aber mein Bildschirm wird heute andauernd dunkel. Ich verstehe es nicht. Von ganz allein, selbst wenn ich filme, schaltet der sich automatisch auf dunkel. Da habe ich bestimmt irgendwas in der Einstellung total verbummelt. Ja, der ist mein Schwiegersohn, Hemd und alles, egal. Der hängt seine Dinge immer gerne überall hin. Naja, also das ist jedenfalls das Kleid. Ja, hier ist nicht ganz optimal, da muss man einmal drüber bügeln, aber ich meine, sonst ist ein sehr schönes Kleid, finde ich. Oh, und das Kleid habe ich auch mal selber gemacht. Da kann man das jetzt, glaube ich, dann noch mal ganz gut sehen. Genau, das habe ich an einem der Hochzeitstage getragen bei meiner Tochter. Das habe ich dann extra mal hier so ein bisschen abgenäht, damit das so ein bisschen, ja, so ein bisschen so ein Pep hat. Fand ich ganz schön und ich habe ein bisschen zugenommen, deswegen sieht man natürlich die Kilos, aber das habe ich tatsächlich bei der Hochzeit meiner Tochter getragen. Also nicht zur eigentlichen Feier, sondern dauert ja immer so 3 Tage und dann habe ich das am zweiten oder dritten Tag getragen, so. Aber ja, das Kleid mochte ich wirklich sehr gerne. Vor allen Dingen auch diese Neonfarbe finde ich sehr schön. Ich war da schon die Einzige eigentlich, die so ein auffälliges Kleid getragen hat. Aber jetzt reicht's mit der Modenschau. Das können wir ja mal einen anderen mal weitermachen. Oh, hier ist das Licht so geil. Richtig, richtig schön geil. Entschuldigt bitte. Richtig schönes Licht hier. Aber das regnet in Strömen, ne? Aber jetzt kommt langsam wieder die Sonne raus und das finde ich richtig schön. Jetzt müsste ich noch einen grünen Lidstrich haben, ne? Dann würde es perfekt zum Kleid passen. Ich glaube, ich habe sogar diese Farbe ganz genau irgendwo. Ja, schönes Kleid, oder nicht? Oh, ich habe so lange nicht getragen. Bestimmt 6, 7 Jahre nicht.
Na gut, mein Lieben, Maggie, die wartet da. Ich werde jetzt hier mal weiter ein bisschen aufräumen, werde mich erstmal wieder umziehen. Oder soll ich das anbehalten? Dann können wir in der Zwischenzeit mit dem Kleid an. Nee, dann werde ich nachher wieder eingestellt. Ne? Da sieht man ja alles. Jetzt ziehe ich mal wieder um. Es ist noch nicht Abend, keine Angst. Aber es ist schon wieder dunkel. Ne? Irgendwas ist mit der Einstellung echt kacke. Der Bildschirm wird andauernd richtig dunkel. Naja, Hauptsache, es wird nicht dunkel, während ihr aufnehmt. Werde ich gleich noch mal überprüfen. Herrlich. Es ist ungefähr 8 Uhr. Also tatsächlich schon bald Schlafenszeit. Bin immer noch unsicher, ob ich dem Hund noch irgendwas zu fressen geben soll, weil ich habe ihr nur Fleisch gegeben, aber auch eine ganze Schüssel voll eigentlich. Müsste sie eigentlich satt gemacht haben. Jetzt darf ich nur nicht mein Handy hier in das Dach reinschmeißen. Das wäre doof, ne? Mal gucken, ob ihr jetzt wieder hell werdet, wenn ich da. Das ist echt nicht mal, ne? Warum passiert das immer? Komisch. Der Bildschirm wird total dunkel, während ich aufnehme. Ich sehe gar nichts. Wie kriechen das wieder hin jetzt? Mann. Irgendwas habe ich da gemacht. Er schreibt da wieder. Schatz. Mein Mann schreibt irgendwas. Der schickt ein Foto. Mal gucken, was er will. Nee, ja, jetzt muss ich mal gucken, was Schatz will, weil der da muss ich bestimmt wieder irgendwas bezahlt. Er ist im Büro. Wieder im Büro. Ja, ich muss wieder die Rechnung bezahlen, ne? Tja, hilft alles nichts. So, und jetzt bin ich relativ kaputt und meine Bauchschmerzen sind immer noch nicht besser geworden, leider. Was soll ich jetzt mit Maddie machen? Soll ich ihr noch was zu essen geben oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Sie hat so eine Schüssel voll Fleisch gehabt. Wird ja wohl reichen. Meint ihr nicht? Glaub schon. Naja, vielleicht gebe ich ihr nachher noch mal ein bisschen Fleisch dazu. Ich habe noch ein bisschen. Dann muss das eigentlich reichen. Ein bisschen Reis habe ich auch noch. Wird schon. Da muss ich mich heute kein Futter auftauen. Die Haare sind heute ein bisschen besser geworden, ne? Die Farbe durch die Balea-Spülung. Es ist, wie spät? 20:19 Uhr. Na gut, dann werde ich mich mal zu den Kindern setzen jetzt. Ich habe keine Ahnung, was mit meinem Handy los ist. Ich kriege das nicht hin. Also es wird immer wieder dunkel, der Bildschirm. Das ist richtig kacke, weil ich kann mich dann auch nicht sehen, wenn ich filme, ne? Und ich muss immer wieder den Bildschirm hell machen, die ganze Zeit. Aber ich verstehe es nicht. Naja, ich esse jetzt ein bisschen Joghurt. Und dann habe ich einen ganz tollen Tipp bekommen, falls man abends nicht schlafen kann. Und zwar soll man dann Kohlrabi-Scheiben essen. Und zwar so 4, 5 Kohlrabi-Scheiben vorm Schlafen gehen. Und das werde ich auf jeden Fall jetzt einmal ausprobieren. Ich werde mir einen Kohlrabi schneiden. Wir haben ja zum Glück welchen hier. Ich bin richtig müde und werde euch dann morgen früh, wenn ich es nicht vergesse, berichten, wie ich geschlafen habe. Joghurt ist auf jeden Fall auch gut, soll auch helfen beim Einschlafen. So. Vier, fünf Scheiben soll man essen, habe ich gehört, sich einfach so abschneiden. Das hat ein berühmter türkischer Professor jemandem empfohlen. Und ich werde das jetzt mal nachmachen. So, ich schneide mir das einmal ab und werde jetzt einmal so eine Kohlrabi-Stückscheibe quasi zu mir nehmen. Dabei müsst ihr mir nicht zuhören, weil Kohlrabi essen ist echt eklig, wenn man da, wenn man das, ne, das wollen wir nicht. Deswegen, ich werde jetzt essen und dann gehe ich schlafen bis ungefähr 10:15 Uhr. Es ist 10 Uhr, nicht 15:45 Uhr. Ja, und ich esse das jetzt. Mein Schwiegersohn ist oben, er hat sich ein bisschen ausgeruht. Es ist 10:30 Uhr. Ich habe noch mit meinen Söhnen gesprochen und jetzt gehe ich schlafen. Ich kriege diesen Kackbildschirm nicht hin. Andauernd geht es dunkel.
Ich habe alles versucht in den Einstellungen. Meine Tochter hat es versucht, wir kriegen das nicht hin. Nein. Sind wir wieder mal zu blöd. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall eine wunderschöne gute Nacht. Bis morgen.